Guten Morgen, man ist auferstanden. Und wir haben jetzt diese Uhrzeit, also 3.24 Uhr. Und das heißt, es war Zeit für ein Guten Morgen Bier. Das ist das letzte Bier, was ich noch in der Tasche drin habe. Und jetzt Sachen zusammenpacken und dann direkt zum Bahnhof hinlaufen. Start kommt. Ich denke, Zähne putzen mal werde ich dann im Zug machen. Genauso wie und Kaffee vielleicht irgendwie im Bahnhof oder so. Vielleicht in München oder so. Dazwischendurch einen Kaffee holen, weil das wird zeitlich sonst zu knapp, wenn man jetzt Kaffee macht. Zu wenig Schlaf, das werde ich dann im Zug nachholen. So ungefähr. Ja gut. Helmut hat so gut wie die ganze Nacht durchgemacht. Ich habe, glaube ich, keine Ahnung. 2-3 Stunden geschlafen. Aber jetzt Sachen packen und zum Bahnhof hinlaufen, Start kommt. So, die Sachen sind gepackt. Und jetzt zurücklaufen zum Bahnhof, Start kommt. Und wenn wir da beim Bahnhof angekommen sind, dann die Sachen aus dem Schließfach räumen, insofern hier aussortieren und dann mit dem Zug zurückfahren, genau. Aber jetzt erstmal zum Bahnhof hinlaufen, Start kommt. Wir sind gestartet und weil wir jetzt gerade gestartet sind, sind wir gestartet zum Bahnhof hinzulaufen. Und ich habe schon wieder eine nervige Kopflampe an, damit wir uns hier den Weg hier anleuchten können. Ja. deswegen habe ich das an. Aber das geht hier die ganze Zeit berg runter. Von daher ist es ganz einfach. Weil gestern und wie am Tag 1, da ging die ganze Zeit berg rauf. Der Weg runter, der ging ganz schnell. Wir sind gleich in Garmisch angekommen. Aber wenn wir in Garmisch angekommen sind, dann noch so ein paar hundert Meter laufen und dann sind wir auch beim Bahnhof angekommen, bei den Schließfächern. Und in etwas weniger wie eine Stunde fährt unser Zug los. Aber wir sind sehr gut in der Zeit. Schaffen wir. Man ist mittlerweile in Garmisch angekommen. Hier in dieser Ortschaft. Und jetzt doch ein paar hundert Meter laufen bis zum Bahnhof. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, dass wir jetzt schon in dieser Ortschaft angekommen sind. Um nur noch ein paar hundert Meter bis zum Bahnhof zu haben. Richtig geil. So, wir sind jetzt beim Bahnhof angekommen und jetzt haben wir noch 36 Minuten Zeit, bis der Zug kommt. Und guck mal. Hier vorne sind diese Schließfächer. Und jetzt werden wir hier diese Sachen rausholen und umsortieren. Was mir gehört und was Helmut gehört. Und das dann einpacken. Und genau dafür nutzen wir diese 35 Minuten, oder was ich gerade gesagt habe, was wir noch in Zeit haben.
So, die Sachen sind einsortiert und eingepackt. Und in 10 Minuten fährt der Zug los, also passt perfekt. Und jetzt zu Gleis 2 hinlaufen. Der Zug, der wartet schon auf uns. Der Zug, der steht hier schon. Und jetzt hier einsteigen. Wir sind gerade abgefahren. Wir sind im Zug drin. Und jetzt von Garmisch bis nach München hinfahren, Start kommt. Der Zug ist abgefahren. Ja, dauert nicht mehr lang. Und dann sind wir in München angekommen. Das ist die Umsteig-Haltestelle. Ich bin voll müde. Das hast du deine Umstiege schaffst, dann ist es vorher an. Ich bin jetzt in München Hauptbahnhof angekommen. Helmut, der musste eine Station vorher aussteigen. In München-Pasing oder wie das heißt. Und jetzt habe ich eine halbe Stunde Umsteigzeit. Das heißt, ich werde mir gleich einen Träger Bier kaufen gehen. Zum einen eventuell als Wartebier. Zum anderen, weil ich in der ICE-Bahn Bier trinken möchte. Bevor ich voll fett werde. Und aber nee, ich glaub, ich hole mir gleich lieber einen Kaffee. Weil bin ich echt müde. Hier, so ein voll fett Schnellzug. Ja, egal, jetzt erstmal einen Kiosk finden gehen oder sowas. Ja, ich bin jetzt hier im Gleis und ich hab mir einen Kaffee zum Wachmachen gekauft. Und hier 4 Wartebier, aber das trinke ich nicht jetzt, sondern irgendwann im Laufe der Bahnfahrt. Bei der langen ICE-Bahnfahrt. Wo ganz viel Zeit drauf geht und so weiter. Ja, hier trinke ich nur diesen Kaffee. Und jetzt warten, bis ICE ankommt. Guck mal, mein ICE, der kommt hier räudig und ranzig vorbeigeschoben. Ich muss da gleich rein. So, ich bin im ICE drin. Eine Stunde und 10 Minuten und dann bin ich in Nürnberg angekommen. Und dort 10 Minuten Umsteigzug erwischen. Und dann kommt die ganz lange Bahnfahrt. Ja, ich glaube, solange ich in diesem Zug hier bin, trinke ich nur diesen Kaffee genüsslich aus. Ich habe gerade Zähne gewaschen und mich so ein bisschen frisch gemacht. Und jetzt gehe ich wieder zu meinem Sitzplatz zurück. Der ICE fährt irgendwie schneller, als mein Kopf denken kann. Ich bin gleich in Nürnberg angekommen und dieser Zug hat 7 Minuten Verspätung. Und ich habe nur 10 Minuten Umsteigzeit. Das heißt, wegen 7 Minuten Verspätung habe ich nur 3 Minuten Umsteigzeit. Und diesen Anschlusszug, den muss ich zwingend erwischen. Das ist ganz wichtig. Prüfen, ob ich den gleich erwischen tue. Da bin ich ganz gespannt drauf.
Und wenn ich den dann erwischt habe, dann werde ich darauf ein Bier trinken. Weil wenn ich den nicht erwischen sollte, da hätte ich gar keinen gültigen Fahrschein mehr. Weil wegen diesem Superspar-Ticket muss ich auch genau diesen Zug wählen, muss ich auch genau diese Züge nehmen, die in meinem Zettel draufstehen. Und deswegen, das ist ein Muss, dann den Zug zu erwischen. Oh, scheiße. Kaum Umsteigzeit gehabt und ich habe hier nirgendwo einen Fahrstuhl gesehen. Ich musste den ganzen Scheißwagen ganz schnell Treppe runter, Treppe rauf. Da ist noch mein Schlafsack rausgefallen auch noch. Gerade so noch in der letzten Minute bekommen. Ja, sowas hasse ich. Ah, egal. Darauf werde ich erstmal ein Bier trinken. Ich habe den Platz gewechselt, weil das hier hat einen Tisch, worauf ich mein Bier abstellen kann. Oh nee, wirklich, wenn ich eine Minute später angekommen wäre, dann wäre der Zug weggefahren. Ja, man kann es bei 50%, es ist so ein bisschen schwer. Was habe ich dir auch gesagt? Okay. Ich muss das Bier aus meinem Magen ausscheiden. Deshalb gehe ich jetzt hier zu diesem WC oder wie das heißt. Genau, ich glaube WC steht da dran. Deswegen laufe ich hier rein. Ja, genau. Und hier werde ich ganz stolz Urin machen. Achso, mir ist eben gerade aufgefallen, dass wegen dieser Maske hier mein Bart scheiße aussieht. Da sind bestimmt ganz viele Tiere gewachsen. Wir sind gerade in Würzburg angekommen. Das ist eine Haltestelle, wo man kurz hält, aber weiterfährt. Da muss ich noch nicht raus oder so. Und darauf werde ich erstmal ein Bier trinken. Gepost. Achso, ich hatte das hier gekauft, weil, naja, halbe Liter und weil ich Bock hatte, so ein Genussbierflaschen halt zu trinken. Und das Bier finde ich auch nicht schlecht. Weil ich finde, und genau deswegen trinke ich das heute. So, deswegen habe ich vier Stück gekauft. Wir sind hier in dieses Fulda angekommen. Hier steht der Zug auch so ein bisschen rum. Ja, weil ich alle Umstiege durch habe für heute, fahren wir gleich direkt weiter. Ich bin schon wieder auf Toilette. Und genau um das Bier, was ich eben gerade getrunken habe, zu vergießen, auszuscheiden, körperlich. Aber ich muss sagen, dass durch diese Wartebierchen die Zugfahrt wesentlich schneller rumgeht. Sodass ich geistig viel schneller in Bremen angekommen bin. Wir haben jetzt 10.20 Uhr und ich weiß nicht mehr, etwas 12.44 Uhr, da bin ich in Bremen angekommen.
Das heißt noch 2,5 Stunden oder so. Warte, 2 Bier habe ich noch. Zum Bier trinken. Warte Bier, damit das schneller geht, die Zeit. Das ist meine Methode, wie man viel schneller diese Zeit rumbekommt. Deswegen finde ich das voll cool, dass dieser Zug ein Bierzug ist. So, ich bin gerade durch Hannover durchgefahren und jetzt noch ungefähr eine Stunde bis ich in Bremen angekommen bin. Und darauf werde ich das letzte Wartebier trinken. Geprost. Damit die Zugfahrt viel schneller vorbeigeht. Hier, 12.34 Uhr. 12.44 Uhr, da kommt Zielort Bremen. Und das heißt, noch 10 Minuten. Ich bin in dieses Bremen angekommen und jetzt erstmal aus dem Bahnhof rauslaufen. Ich bin aus dem Bahnhof ausgelaufen und jetzt befinde ich mich hier auf diesem Straßenbahnbahnhof. Warte, guck mal. Meine Straßenbahn kommt hier herangeschoben und werde jetzt hier einsteigen und nach Hause fahren. Das mache ich jetzt. Es ist 13.30 Uhr und ich bin gerade wieder zu Hause angekommen und das war voll cool Tour gewesen. Nochmals besten Dank an Helmut für die Einladung und auch für die Kostenübernahmen. Das muss wiederholt werden. Das war auf jeden Fall eine Erfahrung wert und jetzt werde ich auf jeden Fall eine Runde duschen gehen und danach die Videodateien rüberziehen und weil ich noch ein bisschen müde bin, werde ich mich gleich so in so eine Runde schlafen legen. Ich glaube, das mache ich jetzt. Mit den ganzen Beschädigungen dran, dass ich vor lauter Beschädigungen hier diese Löcher hier, wo man sich hier diese Finger hier so reinstecken kann.